Ich dir auch vollkommen recht. Warum sehen wir eure Kultur schlecht an und wir haben keinen Respekt davor? Das ist doch eure Kultur. So sehe ich das. Das ist doch eure Kultur. Wenn eine Frau mit einem Mann schlafen darf, das ist doch eure Kultur. Du hast doch gerade selber gesagt, das ist ja normal. Aber warum willst du das nie mit muslimischen Mädchen machen, aber mit einem deutschen Mädchen? Mama, also ich mit der Macht. Was willst du da machen? Weil, wenn man mit einem muslimischen Mädchen, sag ich mal, schläft und irgendwie sie entjungt hat, dies, das, dann ist das so, dass die Eltern das als Schande ansehen und die Ehre ist befleckt. Wir müssen das alles sauber machen. Entweder der heiratet sie und wenn nicht, dann zwingen wir ihn und wenn nicht, dann knallen wir den ab. Dann ist die Ehre wieder sauber und wir knallen auch sie ab. Was mich mal interessieren würde, definier mal Ehre. Erklär mal. Ehre? Mhm. Also für mich persönlich ist Ehre, was soll ich das sagen, ja? Ehre ist eigentlich mein Leben, ganz ehrlich. Ja, wie soll ich das erklären? Kann ich erklären, ich weiß nicht. Es gibt in vielen deutschen Großstädten Viertel, in denen fast schon Gesetzlosigkeit herrscht. Oliver Jarasch berichtet aus Berlin. Die Gesetzlosen von Neukölln. Es ist kein Titel für einen Großstadtkrimi, sondern spiegelt ein Problem in Berlins größtem Bezirk. Der Rechtsstaat ist auf den Kopf gestellt, sagt Bürgermeister Buschkowski, weil sich Großfamilien aus dem Libanon komplett verweigern. Es sind Familien, die sich offenbar entschieden haben, außerhalb der Rechtsordnung zu leben. Es lebt sich offenbar gut außerhalb der Rechtsordnung. Einer hat es vorgemacht. Er nennt sich selbst El Presidente. Hier Archivaufnahmen einer Party im Rotlichtmilieu. 2005 wurde der Clan-Chef von einem Spezialeinsatzkommando gestellt. Er gehört zu einer von vielen Großfamilien, die vor Jahrzehnten aus dem Libanon geflüchtet sind. Sie gelten als Staatenlose, können nicht abgeschoben werden. Aber die Polizei kennt die kriminellen Strukturen genau. Wir schauen uns ungefähr 20, 30 Familien an und ungefähr 8000 Menschen beinhalten. Also es ist nicht unbedingt eine sehr große Zahl, die hier eine Rolle spielt. Es geht einfach um die Intensität. Selbst wenn es zu Verurteilungen von Haft kommt, wird das eher als Adelsschlag und als Ritterschlag angesehen. Also das ist schon ein eigenes Netzwerk, wie wir das auch aus Filmen kennen. Beispiel Familie O. Von den 15 Kindern sind zwei Brüder tot, nach einem Raubüberfall auf der Flucht vor der Polizei gegen den Baum geprallt. Monate vorher hatte der jüngere von ihnen einen Rentner totgefahren, Fahrerflucht. Ein anderer Sohn ist in der geschlossenen Psychiatrie, gilt als gemeingefährlich. Ein weiterer Bruder prügelt mit 12 Jahren seine Lehrerin krankenhausreif. Inzwischen ist er Polizei bekannt, zur Schule geht er nicht. Sein kleiner Bruder, wegen Körperverletzung angezeigt, alles eine Familie. Der Vater, selbst wegen verschiedener Delikte verurteilt, hält seine schützende Hand über die Familie. Weil die Struktur so ist, muss man für die individuellen Straftäter immer wieder befürchten, dass wir zwar Erfolge haben bei der Ermittlung, dass wir Erfolge haben bei der Ahndung von Straftaten, aber wahrscheinlich keine Erfolge in der Nachhaltigkeit, weil die jungen Menschen kehren zu ihren Sippen zurück. Und die Struktur der Sippe, die wird nicht angefasst. Gerade hier will Jugendrichterin Kirsten Hai sich ansetzen und den Kreislauf durchbrechen. Letztlich müsse solchen Familien das Sorgerecht für die Kinder entzogen werden. Wenn ich dann anhören muss, mir von Sozialarbeitern sagen lassen muss, wir werden bespuckt und bedroht, wenn wir also einen Hausbesuch machen, nur um Hilfe zu leisten, dann finde ich das keinen hinnehmbaren Zustand. Ich bin auch nicht bereit, mir anzuschauen, dass die Kinder flächendeckend nicht in die Schule geschickt werden. Mir geht es um die Kinder und das sind viele und die gebe ich nicht auf. Die türkischstämmige Autorin Güner Balci hat die Konflikte auch unter Migranten als Sozialarbeiterin selbst erlebt. In ihrem Buch Arab Boy beschreibt sie eindringlich die Situation der verlorenen Kinder. Natürlich müsste man sich viel mehr für diese Leute verantwortlich fühlen, also ganz speziell für die Kinder und für die Jugendlichen, weil die wachsen ja in ein System rein, wo ganz klar ist, wie dann ihre Perspektive ist, nämlich hoffnungslos. Das heißt, also die werden nie in dieser Gesellschaft hier ankommen. Störungen unerwünscht. Diese Erfahrung machen auch wir vor einiger Zeit bei Familie O. Jetzt versuchen wir erneut, mit dem Vater in Kontakt zu treten. Diesmal werden wir in die Wohnung gebeten, ohne Kamera. Sie seien eine ganz normale Familie, betont er und wettert wild über die Polizei, Medien und das Jugendamt. Es bleibt eine Herausforderung, zumindest die Kinder in die Gesellschaft einzugliedern. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Reportage aus Neukölln.
Sie können diesen Beitrag unter deutschnationalen Blickwinkel anschauen. Dann heißt die Geschichte: Ausländische Schüler machen deutsche Schüler fertig. Dann werden sie in guter Gesellschaft mit der NPD und anderen rechtsextremen Gruppierungen, die genau das in unserem Film sehen wollen. Sie können aber auch ihren Blick öffnen. Dann werden sie schnell merken, dass es eigentlich gar nicht um Nationalität geht, sondern um gescheiterte Integration. Um Stadtteile, die zu Ghettos wurden, in deren Schulen türkische und arabische Jungs das Sagen haben. Und da läuft es wie immer unter Minderheiten. Man tritt nach unten. Die stärkere Gruppe greift eben die an, die in der Unterzahl ist. Günter Baltschi war in Berlin an Schulen, an denen eben Deutsche die Minderheit sind. Ich bin auf dem Weg in das Viertel meiner Kindheit. Berlin, Stadtteil Neukölln. Hier bin ich groß geworden. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Früher war das ein gemischter Stadtteil. Jetzt gibt es hier Schulen mit bis zu 90% Migranten. Die Stimmung gereizt. Deutsche Schüler werden angeblich gemobbt und ausgegrenzt, doch kaum einer spricht offen darüber. Auch in der Thomas-Morus-Hauptschule stammt die Mehrheit der Schüler aus dem Libanon, der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien. Sie geben hier den Ton an. Wer sich nicht anpasst, gilt als Außenseiter. Dennis und Johnny sind zwei der wenigen deutschen Schüler. Schon der Gang über den Schulhof wird für Dennis und Johnny zum Problem. Sie werden fast täglich gemobbt, erzählen sie mir. Wie ist es so, dann schon noch zu laufen, wenn die Leute euch hier so nerven? Schlimm. Wir wollen sprechen, doch immer mehr Jugendliche drängen sich um die beiden Jungs. Diesmal ist es die Kamera, die sie zu Übergriffen animiert. Dennis und Johnny sind sichtlich verunsichert. Dann ist Dennis plötzlich verschwunden und Johnny versucht cool zu bleiben, vergeblich. Und was machst du denn eigentlich, wenn die dann anfangen, dich so zu ärgern? Wir gehen einfach jetzt so rein oder wir laufen irgendwo hin, dass sie nicht nachkommen. Das ist so euer Alltag? Ja. Ja, so. Was muss man sich da anhören? Bei mich belängen sie Opfer, was machst du hier, verpiss dich mal. Hat es was damit zu tun, dass ihr nicht dazugehört irgendwie? Oder? Weil wir keine Ausländer sind vielleicht. Geht ihr jetzt in die Klasse? Ja. Wollen wir mal zusammen gehen? Okay. Ich will wissen, was auf dem Schulhof abgelaufen ist. Die Lehrerin unterbricht ihren Unterricht und erlaubt mir, den Vorfall mit den Schülern zu besprechen. Wir sind ja da mit Johnny und Dennis auf dem Hof gewesen. Ich habe mich mit denen gerade unterhalten und da ist eine Meute von Schülern gekommen und hat sie getreten, bespuckt, geschubst und ist dazwischen gesprungen. Du warst zum Beispiel dabei. Ich würde ganz gerne wissen, warum das so ist. Weil die bestimmt nicht mit den anderen rumhängen. Deswegen werden die so viel mehr als Außenseiter bezeichnet. Und meistens machen ja auch Türken immer so Gruppen und so. Und wir sind dann einfach Außenseiter, nur weil wir Deutsche sind. Ich bin doch selber Deutscher und keiner macht das bei mir so. Und warum, woran liegt das, denkst du? Es liegt daran, dass, also, wie ich mich verhalte und so. Also, wir verhalten uns alle so wie Gangster. Wir sind keine Gangster, aber wir verhalten uns so. Wir bauen Scheiße und so. Und wir sind keine Streber, wir sind nicht gut in der Schule und so. Und Johnny ist gut in der Schule und er benimmt sich auch richtig. Er macht keine Scheiße und so, deswegen ist er ein Außenseiter. Ach so. Es ist verstörend, was ich hier erlebt habe. Auch in meiner Kindheit gab es hier Konflikte, aber es gab noch keine Ghettobildung. Die Trennung hat sich verschärft. Hat die Politik in den letzten Jahren die Augen zugemacht? Ich zeige meine Aufnahmen dem Beauftragten des Berliner Senats für Integration. Dass Minderheiten gemobbt werden, das gibt es immer, meint er. In dieser Schule in Neukölln sind es eben Deutsche. Wie denken Sie darüber? Was sagen Sie dazu? Kennen Sie das Problem? Wenn zwei Schüler in einer Schule sind, in der nur türkische Schüler sind, ist das für diese Schüler keine einfache Situation. Das ist doch ganz verständlich.
Wir müssen die Schulen stark machen, mit dieser Situation umzugehen. Diese Vorstellung, wir könnten zurück in eine Zeit, in der 50% der Jugendlichen oder weniger Migrationshintergrund haben, die sind endgültig vorbei. Diese Vorstellungen sind vollkommen absurd. Unser Ansatz ist, wir haben diese Situation in den Kiezen. Wir machen Schulen in den Kiezen mit mehr Mitteln, mit mehr Sozialarbeitern stark, damit sie wieder attraktiv werden. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist die einzige Möglichkeit in einer Stadt, die wie kaum eine andere Stadt von Einwanderung geprägt ist. Während einer Drehpause bekomme ich einen Anruf. An einer Grundschule soll ein deutscher Junge von muslimischen Mitschülern gejagt worden sein, weil er gesagt hat, dass er nicht an Gott glaubt. Ich treffe Michael bei einer Klassenkameradin zu Hause. Also, ich bin in die Schule gekommen und dann haben alle mich abgefragt erstmal, bist du Deutsche, bist du Türke, bist du Araber? Und alle haben immer gesagt, du siehst eher aus wie so ein Deutscher. Habe ich gesagt, ich bin auch ein Deutscher. Und irgendwann ist herausgekommen, dass ich nicht an Gott glaube und so. Und dann wollten alle auf mich losgehen, wollten mich schlagen und so. Und dann haben es gibt mehrere Klassenkameraden, die erzählen irgendwas weiter immer. Zum Beispiel Bieleit, der hat weiter erzählt, 6 Klässlern und 5 Klässlern, dass ich nicht an Gott glaube, und dann sind die mir alle hinterhergerannt. Einmal ganz durch die Schule, dann kommen die von der einen Treppe, dann von der anderen, konnte ich nichts machen. Wie ist das, Selina? Macht man da einen Unterschied? Dass die Schüler sagen, na, du bist ja eine Deutsche, oder ist das denen egal? Oder? Also manchmal sagen sie zu mir, ich bin eine Deutsche, und hier, dass sie mich dann gleich so auslachen, beschimpfen und so, wie bei Michael. Andere sind ja immer Muslim und sie fragen mich, warum ich keine Muslimin bin. Dann haben sie gesagt, ich bin eine Christin, und das haben die anderen da was dagegen, weil ich Christ bin. Am nächsten Tag möchte ich mit Michaels Lehrern über den Vorfall sprechen. Die sind zunächst gesprächsbereit, aber dann sagen sie das Interview ab. Die Begründung? Sie befürchten, das Thema könnte Fremdenhass schüren. Ich hole Johnny von der Schule ab, begleite ihn nach Hause. Wissen seine Eltern eigentlich, wie es ihrem Sohn an seiner Schule ergeht? Ja, ich weiß, dass er Schwierigkeiten hat auf der Schule mit anderen Schülern, aber dass das so extrem ist, war mir nicht so bekannt. Schon mal darüber nachgedacht, auch wegzuziehen? Ich bin hier geboren in Neukölln, also... Klar wäre die beste Möglichkeit, wegzuziehen, aber das ist ja im Grunde genommen ist das ja auch wie eine Flucht, ne? Wenn man wegzieht. Ja, hilft ja nur noch Flucht eigentlich, wenn sie stressig werden und so. Kann man ja irgendwann nur noch umziehen. Wer es sich leisten kann, zieht aus Stadtteilen wie Neukölln weg. Nur Johnnys Eltern können es sich nicht leisten, im Gegensatz zu Besserverdienern. Würden Sie Ihren Sohn auf die Schule schicken? Das weiß ich nicht. Ich habe kein Kind. Ich wohne mal in einem Haus, in dem viele junge Familien wohnen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen. Nein, ich wohne in einem Haus in Kreuzberg, in dem viele junge Familien wohnen. Und selbstverständlich, die Familien, wenn das Kind 6 Jahre alt wird, überlegen, schicke ich mein Kind in Kreuzberg oder ziehe ich um? Das ist eine zentrale Frage. Selbstverständlich. Wegziehen? Wenn das die einzige Lösung ist, dann ist die Idee der Integration auf jeden Fall gescheitert. Vielleicht ist das eine Entwicklung, die man noch abwenden kann. Darüber offen sprechen wäre ein Anfang. Wenn Ihnen nach diesem Beitrag nach Diskutieren zumute ist, dann können Sie das auch gerne im Panorama-Forum auf unserer Internetseite tun. Dort finden Sie auch Informationen zu unseren anderen Themen. panorama.de